Let's go. Finde und töte den Anführer der Pikten. Er könnte sich in den Turm verschanzt haben. Oh, Alter. Alter. Boah. Shit. Der hat gebatcht. Okay, wo ist sein Tor? Ach da. Boom. Nice. Zack. Boah, die Arme. Okay, dann gehen wir mal auf seinen Turm. Wo? Ach da. Der Anführer wird den Turm verteidigen. Was machst du hier? Der chillt einfach, während da unten eine heftige Schlacht abgeht. Okay. Hallo. So. 1 gegen 1. Gede heißt der. Was machst du? Okay. Boom. Der ist tot, oder? Speer gehört mir. Nice. Ebenso wie der Met deines Vaters. Okay. Das war ja easy. Sein Speer. Du bist verletzt. Nein, nein, hör auf. Mir geht es gut. Das ist mehr Blut als Verletzung. Oh nein. Stolz kann dich nicht heilen, Heming. Du brauchst Pflege und Verbände. Mein Clan kämpfte gut, nicht wahr? Du sahst es. Das Herz dieser Leute. Wie sie sich hinter ihrem Jahr versammelten. Du hast diese Wirkung auf die Menschen. Sie vertrauen dir. Und meinen Sohn lieben sie noch mehr. Alter, wenn der jetzt stirbt. Doch ihm fehlt das Vertrauen der Tane. Und mir läuft die Zeit davon, sie zu überzeugen. Du bist krank. Und du nimmst es an. Anders als mein Sohn. Er glaubt, ich wäre unsterblich, weil er das muss. Er will nicht, was ich ihm zu geben habe. Ach, der ist krank, okay. War es Willi, der mich rief? Oder warst du es, Heming? Heming. Ich hoffte, dass du schneller kommst, wenn du Willis Namen zuerst hörst. Ich brauche deine Weisheit, Eivor. War ja klar. Deine Verschwiegenheit. Die hast du. Natürlich. Es wird bald ein Ting geben, in dem die Edelinge einen neuen Jahr bestimmen. Und ich bin mir unsicher. Hm. Ich wünschte, dass mir mein Sohn nachfolgt. Doch er zögert. Er folgt seinem Kriegerherzen. Andere werden Tryggvi benennen. Ein guter Mann mit dem Geist eines Anführers. Doch sein Stammbaum ist fragwürdig und er ist weniger kühn. Okay. Die Jarl-Ehre steht Willi zu. Tryggvi könnte ein guter Anführer sein. Ich werde
Na, ich weiß nicht. Muss mal darüber nachdenken. Beide Männer sind ehrenhaft, doch sie sind weit davon entfernt, Jarl Heming zu sein. Wir wollen uns die Ting-Entscheidung noch nicht aufbürden. Schwer zu sagen. Deine Augen sind so klar wie dein Verstand. Lass dies dein Denken in den kommenden Tagen leiten. Vili bricht bald gen Kinderfall auf. Reite mit ihm und redet, wie nur alte Freunde es können. Sollte ich eine Walküre in der Nähe sehen, schicke ich sie fort. Ich kann sie noch ein Weilchen fernhalten. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwann entscheiden, wer Jarl sein soll. Oder habe ich es richtig verstanden? Vili wartet. Du boost nur. Was? Okay. Fertigkeiten. So, Inventar. Quest. Kapitel 2. Nachdem Jarl Heming die Wahrheit über die Einladung preisgegeben hat, begleitet Eivor Vili, um mit ihm über seine Zukunft zu sprechen. Das wird dir was? Schauen wir mal. Nicht auf Vili springen. Aber der Vili sieht gefährlich aus. Schon fast wie ein Gegner oder so. Vili, da bist du ja. Komm, reite mit mir zu den Wasserfällen. Sie sind Freyas Geschenk an diese schonungslosen Lande. What the fuck? In Ordnung. Aber wenn ich von ihrem Anblick nicht ohnmächtig Vili? Werde, hast du stark übertrieben. Alter. Was war denn das wieder für ein Bug? Es sind schon viele Bugs auf der PS4, muss ich schon sagen. Ich habe gehört, auf der PS5 ist viel geiler so, aber naja. Folge Vili. Vili, 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 willst du sehen? Ui. Du brennst. Alter, die ist verkohlt. Vili, was hast du denn vor? Jetzt. Hä? Er hat eine coole Axt irgendwie. Vili, also den Pfeil aus. Okay, der fliegt durch dich durch. Vili, gibst du mir deine Axt? Vili, warum heißt du Vili? Vili, wieso bleibst du immer stehen? Vili, wohin gehst du? Du kämpfst mit beeindruckendem Können, muss ich sagen. Ich war ein guter Lehrmeister. Du lehrtest mich, gegen leere Luft zu fechten, Vili. Gegen Bäume und Schneewehen. Nein, ich bin mir ganz sicher, ich habe dich vor einer Schneewehe gerettet. Und vor einem mörderischen Baum. Ich erinnere mich sehr gut.
Jedem, der einen Baum mörderisch nennt, wurde einmal zu oft gegen den Schädel geschlagen. Der Turm dort. Er erinnert mich an was habe ich gesehen, Erik? An der Straße zu meinem Onkel. Ja, weißt du, ich erinnere mich an die beißende Winterkälte, als wir stundenlang Zuflucht vor dem Wind suchen mussten. Deinetwegen steckten wir dort fest. Auf der Suche nach den Hühnern, die du vor dem Julfest freigelassen hast, wenn ich dich erinnern darf. Was habe ich gesehen? Was meint er denn? Was meinst du, Bro? Es ist schön, wieder mit dir zu reiten, Stockarsch. Hä? Ich sagte dir doch, das sollte ein Drachenschwanz sein. Was ist ein Drachenschwanz? Ich sah nur einen kleinen Holzzweig, kein Drachenschwanz. Muss ich dich an deine eigenen enthüllten Abenteuer in den nächtlichen Straßen von Stavanger erinnern? Eivor hosenlos, den Kopf vollgesogen mit Met und die vielen Taschen voll Kotze. Ein Drachenschwanz also. Sicher, dass du den Met meines Vaters willst? Fürchtest du dich nicht, dass du nackt mit dem Gesicht im Schlamm vom Schweinestall aufwachst? So nennst du also dein Haus. Attack und Titan? Nee, Bro. Oder? Das ist das neue Game, was auf PS5 rauskommt. Meinst du das vielleicht? Stammbuch! Dein Vater nicht zurück wie dorthin geschickt, um zu helfen? Los, schnell! Let's go! Nee, ist ein Anime. Ach so, nee. Habe ich nicht gesehen. Okay, was ist hier passiert? Eivor! Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor. Versorge die Verletzten. Oh, okay. Hol sie raus. Let's go. Ich habe Anime seit Dragon Ball Super nicht mehr geschaut, ehrlich gesagt. Okay, gerettete Überlebende befindet sich in brennenden Häusern in Istanbul. Oh. Hier gibt es keine Überlebenden. Anderswo vielleicht etwas schon. Macht schnell! Bitte! Komm, komm, komm! Lass deine Habe hier! Lauf zu Trückli! Bei ihm bist du sicher! Ach, da komme ich nicht rein. Also es brennt ja auch gar nicht. Steh auf! Renn um dein Leben! Danke, Fremder! Ich dachte schon, das wäre mein letzter Tag in Midgar. Ist da draußen den? Danke! Da sind noch andere, die Hilfe brauchen! Ui! Ist er tot? Ups. Hey, raus mit dir. Hallo? Oh mein Gott. Wiederbeleben. Raus mit dir jetzt. Oh mein Gott. Was ist das für ein verbuggtes Spiel, ganz ehrlich. Hau rein, Erik. Hey, was machst du denn? Du sollst rausgehen. Oh mein Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Wie komme ich da rein?
Raus mit euch! Rette meine Frau! Bitte! Lass mich hier! Nicht mich! Meine Frau! Rette sie zuerst! Okay. Ich muss mich beeilen. Das war ihr letzter Atemzug. Eivor! Eivor, wo bist du? Oh nein! Komm her! Beeilung! Beeilung! Bring dich in Sicherheit! Willi benötigt Hilfe. Wo? Willi! Antworte mir! Ah! Wo bist du? Ui, was ist hier passiert? Wir müssen einen Weg freiräumen. Okay, schnell, schnell, schnell. Ich hole den Mann, Eivor. Trag du die Frau. So. Elheim wird warten müssen. Heute bleibst du noch hier. Dem Allfrachter sei Dank. Halt dich an mir fest. Ich bring dich raus. Okay, wohin damit? Nice. Danke, Willi. Vielen Dank. Nur deinetwegen atme ich noch. Ich dachte schon, ich müsste dich retten, Willi. Wäre ich gestorben, dann wäre es meine Zeit gewesen. Mein Schicksal wurde bereits gesponnen. Es tut mir leid, aber du darfst dein Leben nicht so aufs Spiel setzen, mein Herr. Du hast Menschen zu führen und eine Zukunft zu bedenken. Der alte Mann ist weise, Willi. Du trägst die gesamte Bürde dieses Clans auf deinen Schultern. Mhm. Mein Vater trägt diese Last. Ich bin fürs Kämpfen und Feiern zuständig und in beidem unübertroffen. Wie schön, dass du mir wieder den Rücken frei hältst, Eivor. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Der Verstand eines Trolls im Körper eines Aesir. Immer noch derselbe Stockarsch wie in Kindertagen. Oh ja. Ich werde mich nie ändern. Für so etwas haben wir keine Zeit, ihr beiden. Hier liegen viel zu viele Verwundete. Das ist dein Bereich, Trückwi. Ich möchte nicht an einem Nachmittag als Retter und als Heiler gesehen werden. Die Wasser des Kinderfalls werden meine Wunden pflegen. Ich bin dort, falls mein Vater mich braucht. Hm. Willi, warte! Eivor, warte einen Moment. Jarl Heming hat sich dir anvertraut? Wegen seiner Gesundheit? Ja. So ist es. Er sagte, Willi nehme es nicht an. Willi lebt zurzeit in einer völlig anderen Welt. Er ist innerlich zerbrochen und will sich der Wahrheit, die vor ihm liegt, nicht stellen. Das ist scheiße. Bist du gewappnet für das, was kommt? Ich habe meinen Frieden mit der Zukunft gemacht. Ja. Sorge für die Verwundeten hier. Ich werde selbst mit Willi sprechen.